Hallo, meine lieben Wagen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen hier bei mir bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sani und wir starten heute schon mal aufregend, was ich hier so sehe, einen Blick in euren Monat Dezember. Was erwartet euch im Monat Dezember? Was darf ich euch mitteilen? Und um was geht's? Welche Herausforderung kommt auf euch zu? Hier haben wir schon mal die Karte 48, die Bereitschaft. Das heißt, hier ist die allgemeine Frage, bist du bereit? Hast du deine Transformation schon hinter dir? Bist du mittendrin? Bist du bereit, die Flügel deines Lebens aufzuspannen, dich in ein neues Abenteuer zu stürzen und davon zu fliegen? Weil hier kommt mir ganz klar die Transformation rein. Hier hat sich der ein oder andere verändert, möchte etwas Neues im Leben erleben und seine Flügel endlich aufspannen. Voller Freude wollt ihr dem Regenbogen entgegen. Im Dezember wichtig für euch, akzeptiere Schwierigkeiten als Lektion. Ja, wow, was für eine tolle Karte, ne? Also, ihr kennt mich ja, Schwierigkeiten, sage ich, es vergeht kein Leben meines Erachtens ohne Schwierigkeiten. Die Kunst im Leben besteht darin, die Schwierigkeiten zu akzeptieren und sie nicht als schädlich zu sehen. Ich weiß, es ist immer schwer, aber als Herausforderung, die ihr bestanden habt und als Lektion. Wenn man dann nämlich aus seinen Fehlern der Vergangenheit lernt, dann entwickelt sich die Seele weiter und je nachdem, ob ihr daran glaubt oder nicht, aber ich denke, ihr glaubt daran, sonst hättet ihr keine Kartenlegung eingeschaltet, ist die Seele hier auf der Welt, um ihre Lektionen und Erfahrungen zu machen. Wir sind mal gespannt, ne? Akzeptiere Schwierigkeiten als Lektion. Du hast dein Anrecht auf Fülle, jawohl. Hier möchte der ein oder andere endlich, ne, bereit sein, sich seiner Fülle zu öffnen, seiner Glückseligkeit. Ihr möchtet jetzt rein in ein akzeptables Leben voller Fülle und Wohlstand. Ihr Lieben, das sind ja schon mal Bombenkarten. Ich sehe schon wieder hier, der Tisch ist voll. Wir starten mit eurer Überschrift. Mit Milch und Honig. Und es sind die 10 der Kelche oder 10 der Münzen bei mir im Tarot. Hier möchtet ihr, ne, wie mit dem Schmetterling, Richtung Regenbogen flattern. Hier möchtet ihr endlich empfangen dürfen, nicht nur immer geben. Ihr möchtet hier in die absolute emotionale Wunscherfüllung. Mit Milch und Honig ist der Tisch reichlich gedeckt für euch. Hier erwartet euch im Monat Dezember meines Erachtens ein neues Portal, ein Regenbogenportal. Hier dürft ihr jetzt endlich die Farben des Lebens genießen und euch öffnen für alle Möglichkeiten, die euch hier mit dem Milch und der Honig, andersrum mit der Milch und dem Honig, das Leben versüßen. Ja, schaut mal, mit der Nummer 23 geht es hier um Frieden. Ne? Die Frage, seid ihr bereit, erübrigt sich dann natürlich, weil hier ist die Frage, habt ihr auch schon Frieden geschlossen mit Sachen aus der Vergangenheit? Seid ihr in Frieden mit euch selber? Vertraut ihr auf die geistigen Botschaften des Universums? Denn hier mit der Nummer 23 haben wir die Quersumme 5, die steht für den Hierophanten im Tarot, der natürlich dir ein spiritueller Lehrer ist. Vielleicht habt ihr auch mit spirituellen Menschen zu tun, schaut die ein oder andere Kartenlegung, ne? Legt vielleicht selber Karten. Hier geht es darum, bist du im Frieden bei dir selber angekommen? Kannst du Frieden mit vergangenen Lektionen deiner Vergangenheit schließen? Akzeptierst du deine Herausforderungen deines vergangenen Weges als Lektion und kannst jetzt deine Flügel aufbreiten, um in einen neuen Lebensabschnitt zu starten? Ja, hier darf der ein oder andere sich dafür, damit er bereit ist für eine neue Zukunft, sich noch einmal kurz im Dezember nach innen wenden. Ihr dürft euch auch eine Pause gönnen, denn auch gerade im Dezember ist der Rat haltet Maß. Das heißt, hier geht es darum, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, dürft ihr euch hier gerne eine Auszeit nehmen. Ihr dürft euch nach innen wenden, wieder irre mit im Tarot. Ist hier der Rat der Karten, wende dich nach innen, nimm dir Zeit für dich selber, wenn du merkst, es geht nicht mehr. Ne? Vertrau darauf, ich weiß gar nicht, warum es jetzt kommt. Von irgendwo kommt ein Lichtlein her. Wahnsinn, dass uns dieser kleine Spruch immer noch begleitet aus Kindheitstagen. Wir schauen mal weiter. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Ja, hier geht es um euren Wert und auch um den Wert der Menschen und Situationen aus eurer Vergangenheit. Das heißt, hier dürft ihr Frieden schließen mit herausfordernden Situationen. Ihr seid jetzt bereit, eure Flügel aufzuschlagen. Ihr dürft jetzt hier endlich in einen neuen Lebensabschnitt fliegen.
Denn auch hier mit der Nummer 48 ist die Quersumme 12, geht es um den Gehängten im Tarot. Und der Gehängte spricht ja von, ihr steckt schon eine lange Zeit in dieser Hoffnungslosigkeit fest. Ihr wollt aber jetzt raus aus dieser Hoffnungslosigkeit und wollt endlich Frieden mit der Vergangenheit machen und Richtung Wunscherfüllung losstarten. Denn hier haben wir den Magier, der auch sagt, große Arcana-Karte im Übrigen, der auch sagt, du hast alles, was du brauchst in dir. Wende dich nach innen, um dein inneres Seelenlicht zu finden. Darfst du Frieden auch schließen mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit kommt mir ganz krass immer wieder rein. Ne? Akzeptiere die Schwierigkeiten als Lektion. Das ist das Hauptthema eures Dezembers. Ihr dürft erkennen, wie wertvoll ihr seid und auch, dass Menschen, die euch hier vielleicht herausgefordert haben, jawohl, schaut mal, ne? Die euch auch herausgefordert haben, euch eine Lektion beigebracht haben, auch wenn unfreiwillig. Meine Theorie ist immer, dass der Mensch nur wachsen kann, wenn er quasi sich herausfordernd sich selbst und anderen gegenüber aufstellt. Denn wenn es uns gut geht, hat man keinen Bedarf, nach innen zu schauen. Das heißt hier, wenn du es schaffst, nach innen zu schauen, dir bewusst wirst, dass du als Magier alles hast, was du brauchst, um deine Zukunft hier auf die Welt zu bringen. Deine Visionen haben jetzt das Potenzial, hier im Irdischen umgesetzt zu werden. Schaue nach innen, was dich glücklich macht, für was du deine Flügel aufschlagen möchtest, für was du bereit bist. Sei dir deines Wertes bewusst, schließe Frieden mit vergangenen Situationen, denn hier mit der Sonne geht es um dein Glück, deine Energie, dein Optimismus. Hier darfst du jetzt endlich Richtung Sorgenfreiheit losstarten, ne? Auch in Richtung Milch und Honig, 10 der Kelche, absolute Erfüllung, Wunscherfüllung, Glückseligkeit hier. Darfst du das Zepter deines Lebens in die Hand nehmen, du darfst deiner Leidenschaft folgen, du gehst in die Aktion, bist sehr machtvoll und kraftvoll, das ist der Rat der Karten. So ihr Lieben, im Dezember starten wir mit einem keltischen Kreuz für euch und ich glaube, keine Legung war so klar wie eure. Wir schauen nämlich hin, wo wollt ihr hin, wo kommt ihr her. Hier wartet so, es ist eine Bombenlegung, ich merke es schon. Ihr wartet ein Geschenk auf euch, ein irdisches Geschenk auf Fülle, materiellen Wohlstand. Ihr erhaltet vielleicht das ein oder andere Geschenk. Hier geht es um Chancen und Potenziale auf Wachstum im irdischen Bereich. Ja, hier kann der ein oder andere neues Handwerk starten, neue Interessen als König der Stäbe. Hier wird dir mit dem Magier die Möglichkeit geschenkt werden, deine Vision umzusetzen und hier im Irdischen auf der Welt in Realität wahr werden zu lassen, wenn du denn in deine Optimismus und in deine Kreativität und in deine Wahrhaftigkeit, in deine Größe, Stärke, Wärme, Energie zurückfindest, dann wirst du hier nämlich mit den 6 der Stäben deine Anerkennung nach Hause bringen, deine Wertschätzung von anderen gegenüber und auch dir selber gegenüber. Und jetzt schaut mal, ne, jeder Mensch ist gleich wertvoll, genau. Ihr erkennt hier, dass ihr den ersten Teilsieg schon eingefahren habt oder spätestens im Dezember einfahren werdet. Ihr erkennt euren Wert, eure Anerkennung, euren Sieg. Hier geht es um Eroberung, vielleicht für den einen oder anderen auch von einem König der Stäbe. Hier habt ihr Chancen und Potenzial, in euren Erfolg zu kommen. Ja, ich sehe schon, ihr habt nur positive Karten. Ich würde gerne mal wissen, wo kommt ihr denn her? Was dürft ihr denn als Lektion der Vergangenheit akzeptieren? Warum dürft ihr euch denn nach innen wenden? Ja, ne, die Vergangenheitskarte, 6 der Kelche. Hier dürft ihr Frieden schließen mit der Vergangenheit und ich finde es toll, bei euch möchte das Tarot überhaupt nichts Negatives an den Tag legen. Ihr seid hier anscheinend bereit, ja wow, ihr seid bereit, hier eure Erkenntnisse, innere Wahrheit, euren Durchbruch zu leben. Ihr erhebt euer Schwert und sagt Schluss. Ich habe erkannt, dass in der Vergangenheit nicht alles Gold war, was glänzt. Ich halte nicht mehr nur an den schönen Erinnerungen der Vergangenheit fest, sondern ich nutze auch die gemachten Erfahrungen, akzeptiere das, was war, nehme es als Lektion hin und bin jetzt bereit, die Wertigkeit eines jeden einzelnen Menschen und Situations zu erkennen, denn ich möchte hier ins Geben und Nehmen kommen. Und hier unten war es auch, ne? Geben und Nehmen, seht ihr, 6 der Münzen, Geben und Nehmen. Hier dürft ihr was empfangen, ihr dürft in die Empfänglichkeit gehen, dass sich für euch die Waagschale wieder ausgleicht. Ja, wow, ich sehe schon, da kommt nichts mehr. Wir dürfen starten mit dem keltischen Kreuz. Ich bin fasziniert, ihr lieben Wagen. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid auf einem Bombenweg.
denn nicht wirklich Negatives aus der Vergangenheit hat sich hier noch gezeigt. Lediglich der Tipp, akzeptiere die Lektionen und schließe Frieden mit der Vergangenheit. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Yes! So, wir starten mit dem keltischen Kreuz und legen los. Auch herzlich willkommen, meine lieben Männer. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Bitte bedenkt, ich lege immer aus der Sicht einer Frau. Seid so lieb und dreht's euch um, wenn ich es mal nicht allgemein halten kann. Auch spürt mal rein, ist eine Kollektivlegung, ob sie euch denn abholt und stimmig ist. Ihr werdet es intuitiv wissen. Wenn nicht, lasst gerne das Video für jemand anderes da. So, wir haben unser Reading und wir schauen ans Unterdeck. Genau, der Bube der Stäbe. Der rät euch, nehmt euer Leben unter die Lupe, schaut genau hin, wo möchtet ihr hin, für was brennt euer inneres Seelenfeuer. Hier geht es auch um Neuangebote, neue Chancen, die euer Interesse wecken, eure Leidenschaft. Hier geht es darum, für was brennst du. Nehmt mal euer Leben unter die Lupe und reflektiert, was erfüllt euch innerlich aus vollem Tatendrang sozusagen, was weckt eure Abenteuerlust, eure Spaß, eure Leidenschaft. Nichts anderes möchte der Bube der Stäbe sagen. Ja, und ihr dürft natürlich das Brett vorm Kopf wegnehmen. Ich lege sie mal hier drin. So, wir starten mit den Karten. Eure Hauptenergie im Monat Dezember. Und ich finde es so toll. Wir machen ja den Pre-Shuffle gemeinsam, weil ich wissen wollte, in der Grundenergie, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin? Und hier ist sie wieder, die 6 der Münzen. Wie gesagt, mit den 6 der Münzen, eure Hauptenergie im Monat Dezember, geht es hier um Geben und Nehmen. Seid ihr bereit, Geben und Nehmen in Ausgleich zu bringen, eure Waagschale wieder auf Null zu setzen, ne? Balance und Gleichgewicht rein zu bringen in euer Leben. Und das kann man dann machen, wenn man Frieden geschlossen hat mit der Vergangenheit, dann ist die Waagschale nicht weiter unten mit dem Ballast und dem Frust der Vergangenheit, sondern hier ist Zeit für Ausgleich, Gerechtigkeit. Hier stellt ihr die Weichen neu, denn ihr seid bereit, in euer Abenteuer reinzuflattern. Ihr habt lang genug festgesteckt als Gehängter sozusagen. Ihr habt hier einen Perspektivenwechsel hingelegt oder werdet jetzt im Monat Dezember noch zu Erkenntnissen kommen und einen Perspektivenwechsel hinlegen dürfen. So, wir schauen rein. Was ist denn die Herausforderungen, dass ihr endlich ins Geben und Nehmen euch gegenüber und anderen kommen dürft? Der König der Schwerter. Wie soll es anders sein? Der König der Schwerter steht für einen Mensch, der sehr kühl ist, unterkühlt, sehr rational. Das heißt hier, der ist sehr kraftvoll und machtvoll, sehr intelligent, aber auch sehr schneidend. Also der handelt ganz klar nach seinem Ziel, ohne auf die Emotionen von links und rechts zu schauen. Das heißt, für den einen oder anderen kann hier der Tipp der Karten sein, dass ihr in dieser Energie seid. Ihr erhebt euer Schwert, weil ihr Erkenntnisse bekommen habt. Ihr seid jetzt bereit. Und hier geht es darum, nicht verletzend zu sein, nicht kühl und rational nur zu entscheiden, sondern Herz und Verstand in Einklang zu bringen. Oder aber es geht für die Singles, die zuschauen, darum, dass ihr hier mit einem Ex-Partner oder Ex-Partnerin zu tun habt, der sehr kühl und unterkühlt euch gegenüber wart. Oder ihr habt diese Situation verlassen, habt euer Schwert erhoben und habt gesagt, nein, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Hier kann der ein oder andere vielleicht nochmal reflektiert werden mit dieser herausfordernden Person. Wobei der König der Schwerter wirklich für intellektuelle Menschen steht. Das heißt, hier kann es auch sein, dass ihr aufgerufen werdet, wendet euch nach innen und überwindet den rationalen Verstand, geht raus aus dem Kopf, stellt eure Waagschale, ne, hier gerade mit den 6 der Münzen, mal auf Fülle und Wohlstand aus, nicht nur subjektiv urteilen, auch aus dem Herz raus, öffnet eure Gefühle, ich bin gespannt, ob hier noch ein paar Kelche liegen und schaut mal, für was leidenschaftlich euer Feuer denn brennt. So, wir schauen mal weiter. Was ist denn euer Fokus im Monat Dezember? Ja, die Pause. Ja, und bei mir kommt mir immer bei euch rein, haltet Maß mit den 4 der Schwertern. Geht's drum, zieht euch zurück, wenn ihr das Gefühl habt, im Monat Dezember, ihr braucht hier mal eine Pause, ne? Wendet euch nach innen. Ihr dürft erkennen, dass
das auch keine Schwäche ist, wenn man sagt, ich kann jetzt nicht, ich möchte einfach mal Zeit für mich haben, ich brauche auch Zeit für mich, um Frieden zu schließen, um bei mir selber anzukommen. Der ein oder andere setzt hier vielleicht auch den Fokus auf Meditation und Yoga oder aber auch der nächste Vollmond ist für euch wichtig, um in Frieden und Harmonie zu kommen. Hier dürft ihr euch ganz bewusst im Monat Dezember, wenn der Bedarf da ist, zurückziehen, euch eine Pause gönnen und Innenschau halten bezüglich eurer Gedanken, denn die Schwerter stehen für Gedanken. So, wir schauen mal im Unterbewussten. Ja, wow, schaut mal, die 6 der Stäbe, da sind sie wieder. Im Unterbewussten wollt ihr endlich euren Sieg nach Hause fahren. Ihr wollt Anerkennung und Wertschätzung von außen erhalten, denn ihr möchtet auch gesehen werden. Ihr möchtet euren Wertes bestätigt werden. Und wenn ihr Stufe für Stufe hier erklimmt, auch wenn es im Unterbewussten liegt, dürft ihr hier stolz auf euch sein. Ihr habt hier schon den ersten Teilsieg eurer Entwicklung eingefahren. Wenn ihr denn akzeptiert, dass die Lektionen der Vergangenheit euch nur auf den Weg in euren Frieden, in eure Harmonie gebracht oder begleitet haben. Denn hier geht's wirklich, hier habt ihr euren Sieg nach Hause gefahren, hier bekommt ihr Anerkennung und Wertschätzung vom Außen, von anderen oder aber auch von euch selbst. So, wir schauen hin. Wo kommt ihr denn aus der Vergangenheit? Was dürfen wir mitteilen? Ja, ich finde es so toll. Schaut mal, ich liebe es, wenn ich Karten lege und die Karten fluppen einfach raus. Ihr seht, es sind genau diese Energien, die wieder aufgecatcht werden. Das, was gesagt werden soll, wird gesagt, egal wie oft sie sich zeigen müssen. Hier geht es in der Vergangenheit drum. Ihr habt Erkenntnisse gewonnen, ihr habt innere Wahrheiten bekommen oder erhebt euer Schwert und vertreibt die Wolken der Verwirrung, der Unklarheiten. Hier gab es Durchbruchsmomente, Aha-Momente. Ihr habt erkannt, ihr wollt Richtung Fülle, Richtung Frieden und wenn es notwendig ist, dazu eine Pause einzulegen, dann dürft ihr das hier gerne machen, denn ihr seid euch euren Wertes hier bewusst geworden oder werdet euch euren Wertes spätestens im Dezember bewusst, denn ihr wollt nicht mehr nur geben, 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 sondern ihr möchtet auch etwas empfangen und zwar ganz klar auch in der Kommunikation, denn hier habt ihr sehr viele Schwerter und die Schwerter stehen ja für klare Kommunikation. Ihr habt vielleicht auch gelernt, hier ganz klar jetzt raus zu kommunizieren oder ihr deutet es als Herausforderung. Ihr habt aber erkannt mit eurer Wahrheit oder eine Wahrheit ist von außen an euch herangetragen worden, dass ihr hier ganz klar kommunizieren dürft, wie ihr euch euer Leben vorstellt und denn wie ihr in euren Erfolg kommen möchtet. Wow, was für eine Bombenlegung. Ihr Lieben, wir schauen weiter. Was kommt denn in naher Zukunft auf euch zu? Und da ist es wieder, das Ass der Münzen. Ja, auch wenn der ein oder andere hier noch ein bisschen skeptisch ist, ne, weil gerade der Gehängte, der steckt ja fest, der will ja unbedingt und die Perspektive ist vielleicht noch nicht sichtbar, aber hier, ihr Lieben, ihr habt 2 Schwerter, ihr habt Erkenntnisse, Wahrheiten und Klarheit, Chance und Potenzial auf Wahrheit und in naher Zukunft habt ihr das Ass der Münzen, Chance und Potenzial auf alles, was euch gegeben werden kann. Hier im Irdischen könnt ihr ein neues Projekt starten, vielleicht ein neues Handwerk. Hier bekommt der ein oder andere Wohlstand, eine Fülle, materielle Fülle, einen neuen Beruf vielleicht. Hier bekommt ihr eine Chance, auf was Praktisches in Umsatz zu gehen. Hier könnt ihr auch investieren. Ne? Der ein oder andere investiert hier vielleicht Geld, Zeit, investiert auch in seinen Körper, in sein Zuhause, in seinen Wohlstand oder in seinen Beruf. Ja, wow, 2 Esser in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und seht ihr, die Waagschale gleicht sich aus. Rational, entschieden, Klarheit und Wahrheit. Und aber auch auf der anderen Seite der Waagschale steht die Münze für Wohlstand, Fülle, ne? Milch und Honig. Du bist bereit, du hast die Waagschale jetzt im Dezember in Ausgleich gebracht und du möchtest, dass dir was gegeben wird und du wirst hier auch mit dem Ast der Münzen etwas erhalten. Wir schauen weiter. Eure Energie bezogen auf das Geben und Nehmen. Da ist er wieder. I love it so much. Ich lieb's wirklich. Der Magier. Haben wir vorhin auch schon gesehen, ne? Ich glaube, das war die erste Karte. Ihr habt hier alles. Ja, seht ihr diesen Leuchtkreis und diesen Mond? Ihr habt hier alles, was ihr braucht.
in Gedanken, in Visionen, um hier, es hier auf der Erde ins Irdische umzusetzen. Der Magier hat alle Elemente, die Schwerter, die Stäbe, die Münzen und die Kelche. Vertraut auf euch. Ihr habt hier manifestiert oder werdet manifestieren und werdet endlich in eure Fülle kommen, in Geben und Nehmen. Der Tisch wird hier reich gedeckt für euch sein, denn mit der 51 in der Quersumme 6 ist die Karte 6 im Tarot die Liebenden. Ja, hier geht es darum, ihr habt hier manifestiert, affirmiert, ihr wollt jetzt Sachen anziehen in euer Leben, die aus Liebe entstehen, bezogen auf den Beruf, neue Projekte, euer Zuhause. Ihr öffnet euch hier den Möglichkeiten, wo euer Herz aus voller Inbrunst Ja dazu sagt. Wow, wir schauen mal, was kommt denn von außen auf euch zu? Der Herrscher hat jetzt hier auch verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir mit den Allgemeinen an. Der Herrscher steht für Struktur und Ordnung, Stabilität und Sicherheit. Der Herrscher geht kraftvoll und machtvoll voran. Er regiert sein Zuhause, sein Königreich. Er ist hier durch gemachte Erfahrungen gestärkt als Herrscher hervorgegangen. Auch ihr lieben Frauen und Männer, ihr seid alle beide in der Energie des Herrschers. Hier dürft ihr euch jetzt auf euren kuscheligen Sessel zurücklehnen, dürft mal ganz gechillt Rückschau und Innenschau halten. Ihr seid hier mit dem Herrscher absolut bereit, um eure Visionen in die Tat umzusetzen. Oder aber es kommen Menschen von außen auf euch zu. Der Herrscher kann auch für einen Vater stehen. Ja, es kommen auch vielleicht neue Menschen von außen auf euch zu. Der Herrscher kann auch für den Traummann stehen oder für die Traumfrau. Hier bekommt ihr auf alle Fälle Hilfe und Unterstützung vom Herrscher von außen. Und wenn keine Person in euer Feld kommt, dann geht es hier ganz klar darum, dass ihr Struktur und Ordnung, Stabilität und Sicherheit in euer Leben erhalten werdet. Wir klären mal noch eine Zusatzkarte, weil mir hier sehr stark die Liebe reinkommt. Für den Herrscher, was darf ich denn noch weiter mitgeben? Da fliegt sie schon in meine Brust. Hier die 4 der Kelche auf dem Kopf. Hier hat der ein oder andere eben mit Menschen zu tun gehabt oder vielleicht im Dezember nochmal zu tun. Wie gesagt, kann für den einen oder anderen auch noch für einen Ex-Partner stehen, der euch in der Vergangenheit abgelehnt hat. Euch war langweilig, ihr wart frustriert, ihr habt nur noch den halb leeren Kelch gesehen statt den halb vollen Kelch. Der Herrscher kann auch für eine vergebene Person stehen. Das heißt, vielleicht hatte der ein oder andere hier mit einem verheirateten Menschen zu tun oder ihr werdet es im Dezember mit einem Herrscher zu tun bekommen. Hier geht die Ablehnung jetzt raus. Hier ist der Tipp der Karten. Schau mal hin, was dich denn glücklich macht. Diese Person hat vielleicht erkannt, was diese Person glücklich macht. Könnte ein Ex-Partner sein. Hier könnte jetzt für den einen oder anderen eine Versöhnung anstehen, wenn Geben und Nehmen in Ausgleich ist. Möchtet ihr das aber nicht, dürft ihr natürlich auch Nein sagen, denn ihr wisst jetzt, wenn die 4 der Kelche kommen, was ihr wollt, was euch glücklich macht und erfüllt. Wenn ihr nicht auf die Liebe schaut, dann kann das natürlich auch für einen Chef stehen im Berufsfeld. Ne? Von außen kommt hier vielleicht ein Chef, der eure Arbeit oder euren Wert nicht erkannt hat, der euch abgelehnt hat in der Vergangenheit oder ihr habt hier eine Chance auf einen neuen Job gehabt, wurdet aber final dann nicht eingestellt. Hier gehen jetzt Ablehnungsthemen raus, denn ihr wisst jetzt, wo ihr hin wollt. Ihr habt manifestiert, ihr wollt in eure Struktur, in eure Stärke, Sicherheit und Stabilität. So, wir schauen mal weiter. Hoffnungen, Wünsche, Ängste, ihr lieben Wagen, was kommt auf euch zu? Die Vergangenheit, und zwar wieder auf dem Kopf. Das heißt, die 6 der Kelche spricht ja von Menschen aus der Vergangenheit. Deswegen wirklich, mir kommt es hier rein, dass wirklich Menschen aus eurer Vergangenheit nochmal aufploppen können. Ex-Partner, Chefs, die ihr schon kennt aus früheren Leben, vielleicht aus Kindheitstagen, die euch abgelehnt haben oder für die ihr nicht gut genug wart oder diese Person war vielleicht nicht gut genug für euch, spürt mal rein. Hier sind eure Hoffnungen, dass ihr die Vergangenheit mit dieser Person loslassen könnt oder auch dieses Arbeitsverhältnis loslassen dürft. Ihr habt hier Frieden geschlossen, möchtet in die Leichtigkeit kommen, möchtet nur noch mit Menschen zu tun haben, die euer Herz erfüllen und möchtet euch emotional in die Herzheilung, Herzöffnung begeben und Frieden mit der Vergangenheit schließen. Wow! Wie entwickelt sich denn eure Situation im Monat Dezember weiter? Da ist er schon wieder, der König der Stäbe.
Ja, also ihr Lieben, wir fangen diesmal jetzt mit der Liebe an. Für diejenigen, die hier ne, als Herausforderung noch die Situation haben, Frieden mit einem Ex-Partner zu schließen, seid gewiss, ihr werdet hier Erkenntnisse und Wahrheiten erfahren, werdet dann erkennen, dass es vielleicht ein Geschenk war, diese Situation zu verlassen. Ihr habt erkannt, dass von außen Menschen nur noch in Frage kommen, die euch nicht ablehnen. Schließt Frieden mit der Vergangenheit, denn hier wird ein neuer Mensch in euer Leben kommen, nämlich der König der Stäbe. Der König der Stäbe ist sehr charismatisch, Mr. Sexy sozusagen. Hier geht es um eine ausdrucksstarke Person, die das Zepter seines Lebens in die Hand nimmt, der abenteuerlustig ist, Spaß haben möchte und leidenschaftlich vorangeht. Auch bezogen auf die Leidenschaft kann es sein, dass ihr hier Menschen ins Feld geschickt bekommt, die eure innere Leidenschaft wieder entfachen. Bezogen auf einen Job könnte es natürlich sein, ihr habt hier hinter euch gelassen oder werdet hinter euch lassen, dass wenn ihr abgelehnt worden seid bei einem Job, euer Chef euren Wert nicht erkannt hat, dürft ihr jetzt Frieden damit schließen, denn hier kommt ein neuer Chef. Und zwar ein Chef, der euch hier ein Angebot macht mit Geben und Nehmen, der euch auf Augenhöhe empfängt und dankbar ist und in euch auch für euer Projekt die Leidenschaft wieder zum Lodern bringt, zum Entfachen bringt. Hier geht es ganz klar um den Seelenplan. Ne? Der König der Stäbe entfacht den inneren Seelenruf sozusagen. Ihr dürft ja hier schon mit dem Bube der Stäbe hinschauen, was euch leidenschaftlich denn erfüllt. Denn wirklich, wie gesagt, ihr seid bereit. Ihr erkennt, jeder Mensch ist gleich wertvoll. Die, die euch nicht haben wollen, lasst ihr los und widmet euch den Menschen zu, mit denen ihr Spaß, Leidenschaft und Unabhängigkeit leben könnt und dürft. Ja, haben wir alle Situationen. Wir haben den Beruf bezogen auf, was haben wir noch? Die Vergangenheit geht es darum, wenn ihr nicht auf den Beruf schaut, nicht auf einen Partner schaut, dann kommt ihr raus aus den Ablehnungsthemen von vergangenen Chef, Trainer, Coach, ne, Berufsbeziehungen, Situationen, Herausforderungen, die euch immer abgelehnt haben. Ihr habt das Gefühl gehabt, ihr lauft gegen Windmühlen an. Hier dürft ihr jetzt final geben und nehmen, in Ausgleich bringen. Es wird euch eine Chance geboten werden, damit ihr hier als König der Stäbe hinausgehen könnt. Ihr kommt hier in eure Leidenschaft, in eure Freude, in euer inneres Feuer zurück. Ihr erklimmt das Zepter eures Lebens und werdet Chef eures Lebens und folgt dem Ruf eurer Seele. Ihr Lieben, bombastische Legung. Wie gesagt, die eine habe ich noch draußen gelassen. Ne? Ihr dürft hier das Brett vorm Kopf wegnehmen und habt in der Vergangenheit eben vor lauter Erschöpfung die vielen Möglichkeiten nicht gesehen. Aber jetzt mit dem Ass der Schwerter habt ihr die Möglichkeit, euch innere Klarheit und Wahrheit zu verschaffen. So, wir haben für euch die Moral. Was möglich oder unmöglich ist, entscheidest nur du. Genau. Kommst du in die Kraft des König der Stäbe und folgst deinem inneren Ruf, deiner Leidenschaft, dann hast du ganz klar dein Zepter deines Lebens in der Hand. Du hast ja Aha-Momente in der Vergangenheit bekommen und du entscheidest jetzt. Möchtest du einen Menschen aus der Vergangenheit wieder zurücknehmen oder war hier die Waagschale nicht gleichgestellt? Möchtest du mit Menschen zusammenarbeiten, die deinen Wert nicht erkannt haben oder sagst du, nein, ich gehe voran für das, was ich mir manifestiert und affirmiert habe, ich möchte nur noch meiner Leidenschaft, meiner Bestimmung folgen. Denn hier geht es auch mit der Karte Hingabe drum. Nimm dir Zeit für die Menschen, oh, wie schön, durch die du dich lebendig fühlst. Ich muss es nochmal in die Kamera halten. Nichts anderes macht der König der Stäbe. Ihr lieben Singles, wenn ihr hier auf jemand Neues wartet, schließt Frieden mit dem Ex-Partner, Menschen, die euch nicht haben wolltet. Hier kommen Menschen in euer Feld, die ihr euch lange positiv affirmiert habt. Ihr seid bereit für den König der Stäbe. Hier geht's um Hingabe. Nimm dir Zeit und auch nur für die Menschen, durch die du dich lebendig fühlst. Denn die Stäbe stehen ja für das innere Feuer, für all das, was euch lebendig fühlen lässt. Hier ist Chance und Potenzial, gerade mit dem Ass der Münzen, für eine neue Partnerschaft, für ein neues Kennenlernen. Ja? Alles, was in euch Funken schlägt und auch für einen neuen Beruf. Hier dürft ihr endlich Frieden mit der Vergangenheit schließen und euch kurzzeitig nach innen wenden, um eurem vollgedeckten Tisch zu folgen. So, eine Kraft oder beziehungsweise zwei Krafttierkarten möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Und wir haben einmal die Nachtigall. Wow! Die Liebe ist allgegenwärtig. Den legen wir mal hier zum neuen König der Stäbe. Und wir haben die letzte Karte und dann schließen wir eure fantastische Legung, die Nummer 13, die Eidechse. Ja,
I love it. Erträume dir deine Welt. Nichts anderes sagt der Magier. Du hast alles, was du brauchst, um jetzt hier deine Chance zu ergreifen. Was du aus der Chance, die dir geboten wird, machst, liegt ganz bei dir. Die Esser stehen für Chancen, das Potenzial, dass euch was gegeben wird. Es ist an euch, diese Chance zu ergreifen und euch in voller Hingabe eure Welt, eure Zukunft zu erträumen. Ihr habt ihr die Möglichkeit, Frieden zu schließen mit der Vergangenheit, erkennt euren Wert, ihr seid bereit, wenn ihr denn die Lektionen der Vergangenheit akzeptiert und stolz darauf seid, dass ihr jetzt hier eure Waagschale wieder ins Geben und Nehmen bringen könnt und euer Zepter des Lebens in die Hand nimmt. Ihr seid hier fokussiert und im Unterbewusstsein schon drauf gepolt, Anerkennung, Wertschätzung und den Sieg nach Hause zu bringen. Ihr Lieben, eine Bombenlegung. Ich wünsche euch mit dieser Legung einen wunderschönen Monat Dezember. Habt eine tolle Vorweihnachtszeit. Habt wunderschöne Weihnachten, wenn wir uns vorher nicht mehr in einem anderen Video sehen sollten. Lasst mir gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Special Readings. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch und sage bis dahin und ganz bald. Ciao, ciao.